Hallöchen, meine Lieben, mit Pokémon Trainer, mein Gamepad aus. Willkommen zurück zu Pokémon Gaia. So, wir sind immer noch in. Gut, dass ich den Namen gemerkt habe. Moment. In Iowa City. So, genau. So, wir gehen jetzt erstmal. Nein, falsche Richtung. Ich wollte ins Kunstcafé hier. Hi. Okay. Guten Tag. Gut, sie ist. Okay, Koch arbeitet. Dankeschön. Nugget, das ist gut. Mhm. Was? So spicy, give me some fight. Do you want to have a Pokéball? Klar, lass uns kämpfen. Warum nicht? Man kennt es ja aus den Cafés, wenn ab und zu mal gekämpft wird. Punch-Sage. Ah, alles klar. So, dann. Konfusion mal. Och nö. Das ist Damage. Weißt du, der Damage ist ja eine Sache, aber. Ist das. Moment, ich muss einmal kurz da rein. So, Moment. Sorry. Tür geklingelt gehabt. Lass mal eine Minute im Kampf schon. Dieser Damage, Mann. So. Würde wahrscheinlich mit den drei Affen ankommen, ne? Wenn sie schon mit dem anfängt. Ja, dachte ich mir schon. Pampur ist, glaube ich, das Wasservieh, ne? Terror raus. Nein, nehmen wir mal Terror raus. Ja. Schon richtig, ja, gut. Mann, wie soll man denn Vieh da trainieren, so in etwa? Ich meine, dass die Verteidigung runtergegangen ist, wissen wir ja und so. Aber die hat ja dieses Geschwindigkeitspluswesen. Warum ist die so unglaublich langsam noch? So, Level 15. Wunderbar. So, als nächstes kommt das Feuerding. Silly, los geht's. Nightshade. Nee, 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 nee. So. Very nice. Kannst du keinen Lick? Also das wundert mich ein bisschen. Ich wäre davon ausgegangen, dass er auch Lick kann. Ich meine, für mich jetzt kein Problem sein, dann kriege ich wenigstens keinen Schaden. So. Sehr gut. Bam, bam, bada. Roasted. Okay. Also, ich bin auf dem Date. Ruiniert es nicht für mich. Und was sagt die? Ich bin nicht gut im Daten. Aber ich liebe das alles frei, das kostenlose Essen, was ich krieg. Sehr gut. Okay, wir können den Künstler unten irgendwie herausfordern. Da kommen wir aber jetzt gerade nicht hin, weil das da mega voll ist. Deswegen werden wir wahrscheinlich erstmal zum Museum. Also ich gehe mich jetzt erstmal heilen, weil Vieh ja mal wieder fast tot ist. Ich spiele das mal bis ab. Dankeschön. So. Dann wollen wir mal. Hallo. Aeros Museum. Having an Echo. Okay. Glaubst du nicht? Oh! Die Musik! Also Team Aqua, Team Magma Musik bei Team Galaktik. Okay. Nee, nicht Team Galaktik, Quatsch. Oh, wie hieß denn der jetzt? Oh, ach man, ich habe so ein Gedächtnis. Ich habe so ein Gedächtnis wie Sieg derzeit. War das nicht Team Galaktik? Nee, Team Galaktik war vierte Generation. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. So, naja, egal. So. Aua. So.
Das sind zwei Pokémon. Ich mache jetzt mal was ganz Dreistes. Ich werde einfach mal meine Heil-Items aufbrauchen. Ach stimmt, wir wollten den Hafenbrief ja noch abgeben. Stimmt, der war ja auch noch was. Maga, ich habe zweimal Dings drin, ne? So. Hidden Power, go! Bam, 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 bada, bam, 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 bam. Vor allem der Witz ist, unsere Attacke ist sehr effektiv. Es ist eine spezielle Attacke. Wir sind ein spezielles Pokémon. Wenn das Vieh macht, ist auch ein spezielles Pokémon, macht eine physische Attacke und. Nee. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? So, einmal einen Trank einsetzen. Ich setze jetzt noch einen Trank ein, bis das jetzt nochmal daneben gegangen. Alter, ich habe dreimal Doppel. Ja, genau, ich habe dreimal Doppeldieben drin. Ist das ein scheiß Ernst? Ey, das ist so ein Witz. Was kommt jetzt? Butterfree? Nee, Bundlebee, okay. Gut, dann haben wir eine Super Potion. Komm, mach Agilität oder mach irgendeinen Mist. Leer, ja, okay. So, da können wir wenigstens jetzt Konfusion drauf einsetzen. So. So. Sehr schön. Ja gut, irgendwann. Mit Lier darf er ruhig treffen, solange der andere Kram daneben geht. Sehr gut. Das gefällt mir schon wesentlich besser. Ciao. Und Level 14 für Vieh. Oh Mann, das ist nicht gut. Dun, dun, dun. Oh Mann, das ist schlecht. Ich muss das dem Boss sagen. Mhm. Was? Reliktbälle? Das hört sich gut an. Ich gehe aber trotzdem nochmal Tränke kaufen. Wir können ja den Nugget verkaufen, dann kaufe ich von dem... Was wir einen Nugget kriegen, kaufe ich dann erstmal... Alles Super Potions. So, ich speed das mal ein bisschen vor. Boah, ey, der. Hi. Ja, ich hätte gerne. Erstmal. Stimmt, ich wollte erstmal den Nugget verkaufen, ne? So. Soll ich den Revive. Ach, den Revive. Den Beleber behalten wir mal. So, Sell. Nein, nicht Sell. Buy. So. 9 Stück. Ja. Einfach in die Tasche packen. Und glücklich sein. Pokémon fangen können wir jetzt gerade sowieso nicht. So, dann will ich jetzt aber kurz mal den Hafenbrief abgeben. Mal sehen, was der uns dafür gibt. Hey, Kumpel. Ja, hier. Yep. Und was? Ja klar, hier. So. Okay. Themen 34. Das ist gut. Was ist denn Themen 34? Shockwave. Oh, nice. Kann ich so jetzt nicht gebrauchen, weil... Weil wir haben schon Hidden Power mit Elektro, aber gut zu wissen. So, dann gehen wir jetzt erstmal ein bisschen Team Plasma. Plasma hießen sie, ja. Hi. Doch, ich will mal nach oben. Team Plasma hießen sie, genau.
Aber Neoplasma, das ist ja die Form von Neoplasma. Das andere Team Plasma war ja. Ja, mach mal Growl. Ich werde mich mal wieder ein bisschen mit Double Team erstmal boosten. Außer er hat schon, ich glaube, Insight heißt das oder so, ne? Gesichte. Ja, natürlich mit Gesichter ankommen, habe ich ein Problem. Dann ist das, was ich gerade mache, alles umsonst. Er meint die ganze Zeit, meinen Angriff senken zu müssen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, warum. So. So, ich nehme mal wieder die dreimal Luften erstmal reichen. Deswegen nehme ich Hidden Power jetzt. Aufruhr, Alter. Der Damage. Der Damage. So, ich muss mal ganz kurz nochmal Stopp machen. Wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Ich mach mal diese dreiteilige Serie, Folge hier. Tut mir leid. Dann machen wir mal weiter. Ach, ja. Und der hat uns ja gerade seine. Sein Aufruhr um die Gegend, um die Nase gehauen. Noch einen weiteren, glaube ich, überleben wir nicht. Sehr gut. Dann Hidden Power. Ach. Ah, Mann. So, weg mit dir. Bob, Bob. Und noch ein Natu. Wie das alles trifft. Man muss sich das mal reinziehen. Wir haben dreimal Double Team drin. Doppelteam, ja? Wenn das unser Gegner machen würde, was meint ihr, wie viel wir treffen würden? Ich glaube, ich muss mal die Dings nach vorne, nach oben packen. Kann ich das jetzt auch so machen? Nee, im Kampf kann ich das nicht machen, gut. Ich hatte gedacht, im Kampf kann ich das machen. Hatte ich gerade gesagt, wir haben dreimal Doppelteam drin. So, mit dem Power, zack. Sache ist einfach, ich muss viel trainieren. Viel muss mit leveln. Mysterious Grunt. So, dann gehe ich mal in Speed-Modus zurück. Wie gesagt, diese dreiteilige Folge heute tut mir ein bisschen leid. Aber manchmal, ich kenne das mit. Ich bin ja schon verwundert, dass es heute niemand angerufen hat. Ihr kennt das ja, ne? Wenn man aufnimmt, dann kommt es immer schön dicke. So, hi. Wie hier hochkommen, Mensch, ich hab die Treppe benutzt. Rock'n'Roller. Ich glaube, das lasse ich mal lieber, weil wenn der. Obwohl, wir gucken einmal, ich gehe mal auf einmal Doppelteam. Vielleicht macht er jetzt irgendwas anderes. Härtner, mach Härtner. Uff, ja, das habe ich mir schon gedacht. Celine. Perfektes Pokémon dafür. Da wir selbst wissen, dass Rock'n'Roller auf dem Level nur normal attacken kann. Und zwar machen wir hier die Hinten-Power. Aha. Wofür haben wir jetzt ja Hinten-Power Pflanze, ne? Ring. Ja, mach du mal weiter deinen Härtner. Da habe ich kein Problem mit. Zack. Es geht voran. Es ist langsam, aber es geht voran. Und noch ein letztes Mal. Zack. Bam, bam. So, Celine Level 15. Ein Player. Warum steht da nicht mein Name? Ah, Sophie, hier bitte. Hallo. Ihr seid die neuen Eltern, also Elders, the Elder Squad. Omanyth. Ah, Amanitas.
So, ihr seid also die neuen Alten. Hm? Das gefällt mir. Das erste geht schon mal daneben. Wasserknapp. Alter! Dieses Übertriebene. Ciao. Mann. Ich brauche echt einen Ort, wo wir richtig trainieren können. Zack. Weg. Keine Chance. Viel Level 15. Wunderbar. New Elders Grunt. Und das ist unsere oberste Priorität. Da eine Hilfe wird, ist unabdingbar. Ich habe euch bereits meine Antwort gegeben. Es wäre nur unhöflich, nochmal zu fragen. Herrsche! Ich habe das Gefühl, ich habe mich nicht richtig erklärt. Ma'am, das Kind, über das ich vorhin geredet habe. Unterbrech mich nicht! Es ist klar, dass ich dich nicht in naher Zukunft überreden kann. Danke für deine Zeit. Wir werden das hier noch irgendwann zu Ende bringen. Ah, guten Tag, Kind. Ich denke mal, nehme an, du hast das gesehen, hm? Nur wenn du neugierig bist, diese Leute sind absurde Fanatiker. Ich will nichts mit denen zu tun haben. Ah, ich hoffe, es macht dir jetzt auch nicht die Frage, aber ist das eine Redwood-Karte da an deiner Jacke? Ah, okay, ich verstehe. Charles, ich meine, Professor Redwood ist ein alter Freund von mir. Was? Er hat dich hierher gesandt, um mich zu finden? Der Archentunnel? Die alte Sprache? Wie interessant. Ich würde gerne helfen, natürlich. Ich warte dann auf dich am Ausgang des Museums. Dann können wir zusammen gehen. Ich sehe dich dann da. Aber ich wollte es mal. Ich wollte. Hä? Was? Kombination? 1, 3, 2? Okay. Und love this, okay. Gibt es irgendwelche Hinweise wegen der Zahl? Mhm. Yeah. Ein Souvenir? Eine Poképuppe. Nee, danke. Nee. Hätte ich gesagt, dass er hier am Ausgang wartet? Eine Kombination. Allerdings gibt es kein bisschen an Hinweisen im Museum. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas dann später mit zu tun hat. So, hallo. Aha. Okay. Irgendwie hängen hier hoffentlich die gleiche Bilder, kann das sein? Was zum... Nein, ernsthaft? So ein Nugget oder Kampf-Dojo-Ding mit Malern? Oh Gott, die kommen alle mit Smurgel an. Ich muss jetzt irgendwas einsetzen, damit er... Ach, das kann schon Attacken. Ich ging jetzt davon aus, dass er nur Dings hier kann. Wie hieß das Ding nochmal? Sag schon. Halt sein Paintbrush da. Damit er Attacken lernt. Okay.
Er kann Doppelkick, Doppelhit. Also alles Doubles. Aua. Alter, der Match wieder. Echt mal trainieren, irgendwie. Das ist echt tragisch. Vor allem, wenn er trotzdem noch weiter trifft, weißt du? Aua. Aua. Aber dann trifft er immer nur zweimal. Ah ja, stimmt. Double Hit. Double Slap ist ja Dingsbums. Double Exceed. Double Hit ist ja Doppelschlag. Oh no, I lost. Oh no, I lost. Hi. Gut, kämpfen wir. Natürlich kommt auch mit dem Smurgle an. Was kann denn dein Smurgle? Also auf jeden Fall Turbo-Tempo. Oh shit. Er kann Bullet Punch, und jetzt? Ja gut, da können wir nicht drin bleiben. Der haut. Obwohl das ja auch ein Volltreffer gerade war, ne? Das heißt jetzt 8 damit ab. Das gehe ich mal. Ich meine, das war ein Crit. Aua. Sehr gut. Er kann ja gar nicht verwirren, ne? Der Turbo-Tempo. Nicht Turbo-Tempo, Dingsbums. Halt, das ist was vor Dings schützt, ne? Vor Verwirrung. Ja, gut. Aua. Ich wollte gerade sagen, du hast eine ordentliche Verteidigung. Das dürfte jetzt nicht so in dermaßen Schaden machen. Abs. Weg. Ba, ba, ba. Haste make waste. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal uns heilen. Beim nächsten Mal machen wir dann diese, ja, dieses Kunststudio zu Ende. Danach werden wir uns dann zurück nach Dingsstadt begeben. Ich weiß die ganzen Namen nicht. Was sind die? Und ja, wir schauen, was da noch auf uns zukommt. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video. Denkt daran zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Cheerio!